Jinn ist einfach ein Geschöpf von Allah SWT, der eigentlich gar keine Kraft hat, den wir nur mächtig machen durch unsere Gedanken. Die Jinns, die gibt es. Wir dürfen die Jinns nicht leugnen. Warum? Weil es eine Sure gibt im Koran über die Jinn. Wer die Jinn leugnet, tritt aus dem Islam aus. Allah mahfazna. Was sind Jinn? Jinn sind Geschöpfe Allahs, die Allah aus Feuer erschaffen hat. Die Jinn hat Allah SWT 2000 Jahre vor den Menschen erschaffen. Und der Führer der Jinn, der erste, hieß Azazil. Und Azazil ist dieser Satan, der sich Allah SWT sein Gebot nicht unterworfen hat. Der Shaitan, der aus dem Paradies verbannt wurde. Die eigentliche Frage ist, warum belästigen die uns? Und wenn wir was machen, belästigen die uns? Und wie können wir uns vor diesen Geschöpfen Allah schützen? Nachts urinieren draußen. Zum Beispiel, du urinierst draußen, es ist nachts, abends, ne? Du bist draußen. Und du sagst kein Ausbessmänner, rein zufällig ist da ein Jinn. Und du hast auf ihn uriniert. Was meinst du, was er macht? Was würdest du machen, wenn jemand auf dich urinieren würde? Du würdest natürlich sauer werden. Du urinierst auf ihn und dann ist er natürlich sauer und dann belästigt er dich. Oder gekochtes Wasser, so heißes Wasser. Du hast so Tee in der Hand, du hast keine Lust mehr, du schüttest so aus Fenster. Du weißt nicht, was da ist. Wenn man das ohne Bestmänner macht, ist das gefährlich. Es wird gesagt von den Großgelehrten, dass in dem Waschbecken zum Beispiel die Kinder der Jinns zum Beispiel spielen. Und während so ein Kind spielt, du machst so gekochtes Wasser, die sterben auch. Die sterben nur durch Feuer und gekochtes Wasser. Stell dir vor, da ist ein Kind von einem Djinn, von einem Dämon, und du hast ihn umgebracht. Was meinst du, was die Mutter oder der Vater mit dir macht? Bestimmt nicht in Ruhe lassen. Deshalb muss man was machen? Man muss A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajeem, Bismillahirrahmanirrahim, und dann langsam. Nachts Müll rausbringen. Macht man nicht. Warum? Die spielen da auch nachts, überwiegend nachts. Also die Djinns sind überwiegend nachts unterwegs. Und die spielen da. Das ist, die essen auch von den Resten, die wir haben. Deshalb muss man bei diesen Sachen richtig aufpassen, damit die uns nicht belästigen. Wenn man nach der Sunna lebt, dann ist das eigentlich kein Problem. Weil wenn man nach der Sunna lebt, dann können die dich gar nicht. Oder du minimierst diese Belästigung der Jinns. Jebrail al-Islam hat gesagt, ja Rasulallah, soll ich dir ein Bittgebet beibringen? Wenn du das sagst, wenn du das rezitierst, dann verbrennt dieser Jinn. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, ja, bring mir das bei. Jebrail al-Islam hat das dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam beigebracht. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat mit diesem Bittgebet gebetet und dieser Jinn ist explodiert. Solche Bittgebete gibt es. Wo? Zum Beispiel in dem Azkar-Buch von Imam Nawawi. Wenn man das liest, dann kann man sich vor diesen Geschöpfen schützen. Wir haben ja gesagt, wir können nur mit den Azkar und mit dem Gottesdienst und mit Bittgebeten dieses Zusammenkommen mit den Jinn minimieren. Es gibt zum Beispiel eine Tür, die ist geschlossen. Und wenn wir unsere Gottesdienste vernachlässigen, zum Beispiel, und dann Sachen machen, wie ich eben gerade gelesen habe, dieses Urinieren auf Straße, unter Baum oder nachts Müll rausbringen, dann öffnet sich die Tür so langsam. Eine Tür, die normalerweise geschlossen ist, die sich öffnen durch unsere schlechten Taten, die wir machen. Und irgendwann ist die Tür auf. Es kann natürlich sein, jetzt stellt sich die Frage, okay, es gibt so viele Leute, die nicht beten, die das nicht machen, die das nicht machen, aber haben trotzdem keine Beeinflussung von Jinn. Kann sein. Wenn die Tür auf ist, heißt das nicht, dass da jemand reinkommt. Aber es besteht die Möglichkeit, dass da jemand reinkommt. Deshalb müssen wir machen, was machen? Wir müssen uns schützen. Wir müssen diese Tür in die andere Dimension geschlossen halten. Wie machen wir das? Es gibt zum Beispiel bestimmte Bittgebete. Der Gesandte, das ist ein Hadith. Wer das beim Aufstehen und nachts ins Bett gehen sagt, der wird geschützt von allen schlechten Sachen. Was ist das? Bismillahilladhi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa samil alim. Das ist ein Bittgebet, das sind eineinhalb Zeilen. Wer das morgens, wenn er aufsteht, liest und abends, wenn er schlafen geht, liest, der ist geschützt vor allen schlechten Sachen. Es ist ein Hadith, in dem der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagt, in welchem Haus die Surat al-Baqarah gelesen wird, in dem Haus bringen diese ganzen Zauber und diese Magie nichts. Auch die Dämonen und die Jinns haben da keinen Einfluss in das Haus. YouTube, mach an Baqarah, Surat al-Baqarah, lass das laufen zu Hause. Lass das zu Hause laufen und dein Haus ist geschützt, inshallah. Mit der Hilfe Allahs. Fazit ist, wenn wir nach der Sunna leben, das heißt nicht nur nach der Sunna, natürlich müssen wir erst unsere Pflichttaten machen. Und danach, du lebst nach der Sunna. Je mehr du nach der Sunna lebst, desto geschützter bist du. Es kann sein, dass irgendjemand so diese Gefühle hat oder irgendjemand steht einfach mal so plötzlich immer nachts auf und hat Probleme. Irgendjemand fühlt sich so verfolgt. Wenn sowas ist, dann nicht einfach zu irgendeinem Hodja gehen und auf YouTube sagen, guck mal, ich werde verfolgt, was muss ich machen? Ne? Das ist gefährlich, diese Sache. Im Endeffekt wird es schlimmer, als es ist. Sucht euch einen vertrauenswürdigen Hodja, der euch helfen kann, wenn sowas ist, und der hilft euch. Geht nicht einfach zu irgendeinem und sagt, guck mal, das und das und das ist bei mir passiert, was soll ich machen? Dann sagt ihr zum Beispiel, mach das und das und dann geht das. Aber das reizt dann diesen Jinn und dann wird es schlimmer. Wenn irgend sowas ist, man hat so komische Gefühle, nicht bei allen Sachen, ne? Ihr könnt wahrscheinlich unterscheiden zwischen Weswas und zwischen den anderen Sachen, die passieren. Einfach zu einem vertrauenswürdigen Hodja gehen und versuchen, diese Sache zu lösen, bevor es zu spät ist.